Tag, Kinders, und willkommen zurück zu Sunset Overdrive. Wir machen direkt erstmal die nächste Hauptmission. Meine Truppe hat versucht, Brillcream über Funk zu orten, aber die hören nur das hier. Ärzte empfehlen eine tägliche Menge von 17 Dosen Overcharge und... Die Funkstation befindet sich hier. Wenn du alle drei Transmitter am Funkturm zerstörst, steigen unsere Chancen, Truppenführer Brillcream zu finden. Also, könntest du das für uns tun? Vielleicht. Na sicher. Bin gleich zurück. Nur dann. Keine Zeit jetzt für euch. Ah, warte mal, gerade was entdeckt. Was bist denn du für einer? Bladebot. Oh oh, die sehen echt schwer aus. Ja, das wird echt viel, um aber sein zu lassen. Was ist das, Pilzbot? So, wir müssen Ida lang und bei der Gelegenheit holen wir uns. Gleich noch. Frage ist nur, wie komme ich darauf? Ach da. Ah ja. Heilige Scheiße, mitten ins Wespennest gestochen. So. Ich wechsle mal eben auf die Waffe. Ne, ja, das wollte ich nicht. So, ich muss hier jetzt erstmal gucken, wo ich hin muss. Da oben. Ach, warte mal. Stimmt, das hätte ich jetzt auch direkt sehen können. Boing. Doing. Doing. Ups. Nochmal. Yippie. Und sag mal, ich stelle mich jetzt hier aber auch gerade ein bisschen glatt an. So, jetzt noch mal ganz in Ruhe hier.
Ich weiß gerade nicht so, wo ich hin soll. Ah, okay. Das Teil da oben soll ich kaputt machen. Mann, verpisst euch. Sorry, Transmitter. War nichts Persönliches. Okay. Wieder. Nach oben. Oh. Was? Ein riesiges Luftschiff greift mich an. Das war eine ziemlich aggressive Macht. Autsch. Weißt du, was lustig wäre? Wenn du mal kurz stehen bleiben könntest. Heute ist der internationale Tag des Lasers. Lass uns feiern! Wehe, du baust auf diesen Satelliten herum. Wie funktioniert das jetzt hier? Ich weiß nicht mehr. Vorsicht! Hab keine Angst. Ich bin ein freundliches, bewaffnetes Luftschiff. Sieh dir mal mein Laser an. Am besten siehst du direkt hinein. Oh Gott, das ist ein bisschen tricky gerade hier. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Sag mal, ist es nur eine Anomalie oder kommst du aus einer Familie von Arschlöchern? Ich weiß nicht mehr. Allgas überlastet. Augen, Servomotoren zurücksetzen. Achtung! Ah. Ich versuche. Zeit für ein paar Raketen. Ah, ich muss die Disco-Kugel da kaputt machen. Scheiße. Das wird morgen noch wehtun. Wo ist er hin? Ach da. Tja, mach's gut, Fizzy. Mach die Beine zusammen, das riecht nach Fisch hier.
Blub, blub. Hey, Norton, ich hab den Funk für dich repariert. Was? Du bist am Leben? Ich lass mich nicht von einem blöden Luftschiff besiegen. Echt nicht. Nun, meine Truppen danken dir für deine Dienste. Leb wohl. Warte, du sagst mir Bescheid, wenn du Brillcream findest, oder? Oh ja, Brillcream, natürlich. Wir suchen weiterhin nach ihm. Danke nochmal. Hey, hier ist Sam. Komm zurück zur Basis. Hier will jemand mit dir sprechen. Sie ist ziemlich süß. Oh. Das lasse ich mir dann in dem Fall natürlich zweimal sagen. So, ab zur Basis. Eine hübsche Maid wartet auf uns. Ah, scheiße, mich verdrückt, scheiße. Und hüpp. Und da ist einer. Halt. Ach, da ist der Eingang. Bleh. Auch wenn ich Walter nicht so gut kannte wie du, würde ich dir gerne mein Beileid ausdrücken. Also, mein Beileid. Mit Kim. Vor Kim. Okay. Ich heiße Vor Kim. Hey, sorry wegen des Rauswurfs aus der Truppe und so. Ist schon gut so. Truppenführer Norton ist kein guter Mann. Obwohl er sagt, er würde Brillcream suchen, tut er es nicht. In der Hotdog-Fabrik hat er irgendwas über Brillcream geflüstert. Hab gehört, dieser Brillcream wäre ziemlich smart. Er ist ein Genie. Ein Genie, das vielleicht in einer Hotdog-Fabrik gefangen ist? Ich mache mir Sorgen. Er ist schon seit ein paar Wochen verschwunden. Wir werden ihn finden. Und mit wir meinst du mich? Irgendwer muss sich ja um Vor Kim kümmern. Sicher. Du leistest echt gute Arbeit, Sam. Okay. Ab in die Fabrik. Also, was ist jetzt mit der Hotdog-Fabrik? Wenn man die Apokalypse überleben will, sollte man von Hotdogs die Finger lassen. Truppenführer Brillcream ist ein toller Motivator. Vielleicht dachte er, dass ein Abend mit Hotdogs die Stimmung der Truppe verbessert. Mit Hotdogs? Mit Hotdogs? Möglichkeit. Ich persönlich greife dann ja immer zur Flasche. Alkohol wirkt stimmungsdämpfend und ist ungesund. Stimmt. Dann lieber kleingehackte Schweineärsche. Die sind sicher gesünder. Kleingehackte Schweineärsche. Was ist jetzt los? Okay, ich bin bei der Hotdog-Fabrik. Such nach Spuren von Truppenführer Brillcream. Oh, Scabs. Oh, die haben wohl ihr Arsenal etwas aufgerüstet. Wo haben sie diese neuen Waffen her? Die sind nicht schlau genug, die selbst zu entwickeln. Kann sein, dass du dich mit ein paar Scabs rumschlagen musst, wenn du nach Beweisen suchst. Ach, echt? Scabs und Beweise passen zusammen wie, Hotdogs und, Fabrik. Oh, ich habe ein japanisches Schwert gefunden. So, das hat ein Truppenführer wohl gar nicht. Ja, seltsam. Aber es könnte wirklich Brillcream gehören. Er ist nie ohne sein Schwert losgezogen. Hätte echt Sinn gemacht, mir das vor der ganzen Sucherei zu sagen. Wir brauchen mehr Spuren. So, ich gucke mich gerade. Okay, ich dachte, das Ding kann man irgendwie abknallen, da. Ach, die können auch hier hinten sein. Oh, ich habe stinkende Schuhe gefunden. Sehr geil. Ah!
Ah, da. Vielleicht ist ja was hier oben auf dem Dach. Okay, da, ich gucke einfach mal. Nö, da oben ist nichts. Aber da ist was. So, von hier oben kann ich mich aber wenigstens mal ganz kurz ein bisschen umgucken, ob ich irgendwas blau leuchten sehe. Und ich sehe nichts blau leuchten. Außer Blaulicht. Es leuchtet blau. Ach, da leuchtet was blau. Der Hut eines Truppenführers. Der gehört wohl ziemlich wahrscheinlich einem Truppenführer. Vielleicht gehört der Brocream. Er hat immer einen getragen. Wir brauchen nur noch eine weitere Spur. Euch muss wohl alles wie aus dem Lehrbuch gemacht werden, oder? Truppenführer. Ich habe ein Horn gefunden. Sowas kann nur ein Truppenführer verloren haben, oder? Nur eins hat Brocream gehabt. Aber warum sollte er sowas mit sich herumtragen? Ja, ein Horn könnte schließlich jeder verloren haben. Genug Spuren. Entweder ist Brocream hier oder er war es zumindest. Du kannst in die Fabrik gehen und nachsehen. Diese Kerle machen keine Scherze. Versuchen wir mal das. Brocream ist ein echter Überlebenskünstler. Vielleicht hat er sich eingesperrt. Vielleicht kannst du eine Tür oder eine Wand einreißen. Yippie, ich mach euch alle kaputt. Was, womit du reinkommen könntest? Bauwerkzeug oder so? Hä? Welchen Kran? Wo ist hier ein Kran? Ach, da ist ein Kran. Keine Schlüssel. Halt, Kräne haben Schlüssel? Hm, was würde Batman machen? Wahrscheinlich das hier laut vorlesen. Triff mich für ein Picknick im Park. Ich liebe dich. Was? Okay, voll hilfreich. Dann gehe ich wohl in den Park und suche nach den Schlüsseln. Vielleicht habe ich auch ein Date. Boah, jetzt muss ich hier echt nochmal so einen riesen Umweg machen. Hey, Frau Kim. Sam nervt nicht zu sehr, oder? Jetzt nicht mehr. Er wollte meine Hand halten, also habe ich meinem Judo-Abzeichen alle Ehre gemacht und ihn in den Würgegriff genommen. Klasse. Aber schon ihn ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass er nicht besonders viel Erfahrung mit Frauen hat. Seitdem ist er der perfekte Gentleman. Er hat mich ausgeführt und mich seinen Freunden vorgestellt. Er hat mir sogar ein bisschen C++-Programmierung beigebracht. Wow, lad mich bitte zur Hochzeit ein. Ich liebe kostenloses Essen. Halt, was? Ups. So, so. Hier soll jetzt ein Picknick sein, oder was? Okay, ich bin an der Picknickstelle. Entweder wurde der Kranführer zerfleischt, oder er ist zum OD mutiert. Verflucht, ich brauch die Schlüssel zum Kran. Mit etwas Glück ist er zum OD mutiert. Töte ein paar von denen, vielleicht hat ja einer den Schlüssel. Genau, was ich brauche. Fritz-Dürfbahn. Kann ich sehen.
Aua! Ach Mann, das ist ein bisschen tricky hier gerade. Ja, könnte ein paar Minuten dauern. Oh, Yoshis Ei. Ich versuche das jetzt mal tatsächlich lieber so. Ich habe den Eindruck, das ist ein bisschen leichter. Alter, die blöden Roboter, ne? Das sind die, die mir am meisten auf den Sack gehen hier. Gerade noch ein Achievement gekriegt, weiß aber nicht was für eins, ist mir auch egal. Na, Mensch. Ah, das Ding ist ja leer. Schlüssel? Schlüssel? Ah, Schlüssel. Ich sollte mir den Kranzschlüssel holen. Er sieht nicht wie ein Autoschlüssel aus. Wenn sich der Kran damit nicht starten lässt und ich weiter Odys jagen und nach einem Schlüssel suchen muss, dann Rage quitte ich. Genau, Rage quit. So wie sich das gehört. Hey, Falcon, bist du da? Ja, hast du den Schlüssel gefunden? Ja, yeah, aber ich muss mit dir über was Wichtigeres sprechen. Okay. Mal im Ernst. Was hältst du von Sam? Irgendwie erinnert er mich an die Schildkröte, die wir damals in der 4. Klasse hatten. Eines Tages ließen wir sie im Meer frei. Dann fanden wir heraus, dass es eine Süßwasserschildkröte war. Erzähl Sam diese Geschichte lieber nicht. Und doing, 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 nicht doing.
Halt. Und auf zum Kran. Hammermäßige Aktion. Ich sollte das auskosten. Wann komme ich schon wieder dazu, Sachen mit einem Kran dran zu machen? Mist. Das waren anscheinend Overcharge-Paletten. Cool. Und jetzt? Leute, wir machen jetzt hier einfach mal eine etwas längere Folge draus, weil es gerade so einen Spaß macht. Ist sowieso die 10. Folge, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Das macht gerade Laune. Oh, scheiße. Tschüss. Ja, noch einer. Das macht Laune, Mann. Treffer! Scheiße. Mauer einschlagen. Bam. So macht man Türen auf, Freunde. Will ich nur mal eben erwähnt haben. So. Ist hier irgendwas, wo wir... Haha, ab mit dem Kopf durch die Wand. So, wir gucken mal, ob wir hier... Ob wir irgendwas noch, siehste? Wir sammeln natürlich erst... Oh, ein Handy. Ich habe eine Notiz von Brillcream gefunden. Sie ist 2 Wochen alt. Was steht da? Hier steht... Hot Dogs verdorben. Gehe zu Hapcats, um Norton zu treffen. Scabs folgen mir. Versuche, sie abzuhängen. Wir treffen uns bei Hapcats Diner. Dann suchen wir nach weiteren Spuren. Siehst du, dass Norton da irgendwie drin steckt? Tja, damit hätten wir diese Mission jetzt abgeschlossen. Mörderrang. Okay, und eine etwas längere Folge haben wir damit auch fertig. Hier sage ich jetzt erstmal danke fürs Reinschauen. Ich wünschte mir, ihr lässt einen... gibt's das Wort? Lässt? Ich wünschte mir, ihr lasst einen Daumen und ein Abo da, damit ihr auch nichts verpasst in den nächsten Folgen. Voller Action und so weiter. Bis dann, ich verabscheue mich.